Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Lego der Howl zusammen mit der Düsterwache, die bestimmt im Film nicht so aussah. Und es ist gerade was Böses passiert. Es war für eine Sekunde ein Stromausfall und ich hatte das neue Level schon fertig und wollte gerade beenden. Fakt ist, man schäumt vor Wut, hat sich nach einer halben Stunde beruhigt. Und unbeirrt vom Ratschlag der Elfen und des Weißen Rats setzten die Zwerge ihre Reise ich hatte zum einsamen schon. Berg fort. Ich habe jetzt auch übrigens die Mithril-Skelettkurbel. Ich hatte ja in dem vorigen Level hatte ich die Schatzdings nicht gefunden. Habe ich mir ein Video von Drachenbusch angeguckt, wo er das gemacht hat. Und dann, aber mir fehlte Mithril und deshalb wollte ich das Level spielen und das danach schmieden. Aber leider ist dieser Backflip. Da ist ein bisschen dazwischen gekommen. Da ist übrigens das Ding, was ich schon mal hatte. Ich war sogar wahrer. Also 10.000 Mal Ärger drauf. So. Ich habe die ganzen Sachen nicht angemacht. Verkleidungen, Minikit-Finder, Stats anziehen, Unbesiegbarkeit, Superschlag, doppelte Beute, Schatzfinder. Ah nee, das ist für die untere Etage, aber da muss ich jetzt ja noch nicht hin. Ich habe beschlossen, auch alles zu zerstören. Vara wieder zu werden. Ich sag immer Vara. Meisterdieb zu werden. Was werde ich jetzt ihn spielen, weil er kann auch diese Beutegegenstände machen. So. Wie mich das aufgeregt hat. Wirklich echt scheiße. Runter. Mithril. Ich benutze jetzt immer so, weil er hat Magie und das. Und ich brauche beides, also. Holen wir den Schatzgegenstand hoch. Ja, unser erster Haken. Ich weiß auch, was wir noch für Schatzgegenstände bekommen. Mir fehlt doch nur noch ein. Ja. Mehr Pech hätte man auch nicht haben können. Ach, wollte ja er sein? Nein, falsch. Kann ich jetzt nicht er sein? Ja. Dann halt so. Da war mal ein Minikit. Ich weiß jetzt auch, was da rauskommt. So ein Holzsteg, wo man drüber laufen kann. Ja. Das war echt deprimierend, die Sache gerade mit dem. Ah, frei nach unten. Nach oben. Ach, sieh an. Ey! 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 Boko, was ist mit dir los? Du hast die... Hä? Hat er die Spitzhacke nicht? Doch, da ist sie doch. Kann sie die ja nicht auch... Kann sie auch ausrüsten. Weiß. Hoffentlich. Ach, verhauen, egal. Ach, der hat die Ausrüstung, weil das in der Nähe war. Da unten ist noch was drin. Das zweite Skelett. Das
Für Bofo macht das nicht, der ist gerade oben. Und wir kommen hier nicht hoch. Habe ich beim ersten Mal First Try geschafft. Das ist kein Skelett dafür. So, das hätten wir auch. Ich bin gerade nicht so gesprächig, weil ich mal wieder schlecht gelaunt bin. Sowas hatte ich schon mal in einem YouTube-Part. So, das war das mit den unten dem Schatzgegenstand, der eine Axt war, das war nicht so eine Holzfäller-Axt, wie heißen die? Ah, diese, dafür ist der auch. Dafür, bei diesem Stück muss man irgendwie anvisieren, dann funktioniert das erst. Bilbo, alt, komm. Du kannst ja auch durchklettern und das einsammeln. Bofu schwankt gerade so ein bisschen am Abgrund. Oder macht irgendwelche. Na, das hatte ich beim ersten Mal auch schon. Ah! So, jetzt. Dass er es nicht gespeichert hat, ey. So deprimierend. So, nächste Schatz, nächstes Skelett. Da ist was drin zum Bauen. Aber erstmal müssen wir das hier machen. So, das finde ich witzig, da muss man mit so einem Hammer, da kann man sich auch verfahren, wenn der Drachenbusch immer passiert. Und dann muss er die ganze Zeit aufs Angriff drücken und dann muss man die kaputt. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Aussteigen, hochspringen, das zusammenbauen. Sieht cool aus, wenn sie Saumann zusammenbaut. So. Nächstes Skelett. 4 von 6. Da oben ist eine lila eine Münze drin. Und eine blaue, aber da komme ich auch so dran. Ach, er hat wieder. Warum? Ich kann es auch viel einfacher machen. Genauso. Ach, oh, schade. Das sieht irgendwie aus wie Lapis Lazuli aus Minecraft. So blau. Hm. Wunderbar. 4 neue. Die braucht man für Schmieden viel. Ach, stimmt. Die hast du ja nicht. Nehmen wir immer den aus der Seestadt. Da ist auch ein Minikit drin. Ey, beruhig dich. Gut. Da hinten ist das letzte, der letzte Dings. Also 2 Minikits nebeneinander. Und hier brauche ich den Kettenheini. Ah, da unten sieht man Saruman. Da chillt er unten. Also in meinem Bildschirm sehe ich ihn ja auch. Nicht nur in dem oben rechts eingeblendet. Mal sehen, und ich würde auch mal so ein Special machen. Das wird mein nächstes Special werden wahrscheinlich. Und letztes Video über die PlayStation. Weil ich hatte ja auch Handy-Game-Videos. Die besten. Ah, schade. Da kommen jedes Mal 2 raus. Krass. Davon habe ich aber wohl ein paar. Nur darum mache ich jetzt. So, jetzt bekomme ich gleich diesen Blitzableiter zum Bauen. Dann sollte das dieser Teil des Levels gewesen sein. Ja, das ist der Teil. Genau, das ist der Blitzableiter. Das sieht man schon. Mein Lieblings, das 20.000 hatte ich ja das erste Mal hier. Das war es auch das erste und einzige Mal bisher. Aber gerade eben bei der Aufnahme, da habe ich es verkackt. Da hatte ich einmal verklickt 14.000. Mal sehen, ob das jetzt was wird. Vielleicht hat es sich dann noch ein bisschen gelohnt. Ich weiß jetzt genau, welche Teile ich brauche, aber ich weiß nicht, wo sie sind. Ah ja, guck. Hat sich nicht gelohnt. Die liegen ja aber jedes Mal anders. Wieder verklickt. Ja, ich drücke mal zu schnell, weil ich denke, ich bin schon da. Oh. Heute ist auch der Wurm. Jetzt ist gerade der Wurm drin bei mir. Ja, der eine hat's gebracht. War ich sogar beim anderen Mal besser. So, jetzt schnell darunter.
Und dann der nächste Teil beginnt. Los! Hopp! Jetzt laufe ich auf den Riesensteinriesen um. Sie ist auch eine tolle Karte von Nickelerde. Hier drin, das ist wirklich erstaunlich gewesen. Ah, ja. Guck, woher habe ich das gewusst, dass da der Stein drin ist? Vielleicht habe ich das ja schon vor einer halben Stunde aufgenommen. Daher könnte ich das wissen. Was auch immer das sein soll. Ach so. Ich dachte, das sei irgendwas zum Bauen. Aber stimmt, das brauchte ich ja beim ersten Mal auch nicht. Da war das eine versteckte Höhle hinter. Oh, guck mal an. Kann ich dich halt gleich auswählen. Du bist ein bisschen weiter unten, ist nicht schlimm. Ha, haben wir Bo. Buff? Bofo? Bofo? Bifo? Da bist du Bifo. Los, ich will rein, ich will rein. Dann geh doch rein. Diese Teile immer noch dann so gefährlich sind. Und diese Karte von Mittlerde meine ich. Hallo, meine lieben Kobolde. Bildest du mich mal sogar. Nummer 1. Und hier ist Nummer 2. Damit ich das mieten konnte. Ich hab das wohl gehört. So. Nein, du sollst das. Ach, das macht er von automatisch. Das ist beim ersten Mal nicht. Da gab es Probleme. So, und dieser Truhe ist das nächste. Für Bilbos Ring. Bilbo. So, zack. Der Ring. Und dann werden wir gleich schön die Karte von Mittlerde abfackeln. So die Blitze und jetzt fackeln wir das ab. Dann brauchen wir den guten alten Tom wieder, um das auszugraben. Ja. Ach, leider daneben geklickt. Jetzt habe ich Bombo. Den braucht doch kein Mensch. So, und jetzt hole ich mir den Bifu. Weil hier sind auch solche. Erstmal das. Und man kriegt ja die Kristalle. Er hat wieder seine Dinger nicht ausgerüstet. Hier, seine Spitzhacke. Jetzt hat er sie. Ah, das war wirklich knapp. Und das auch. Aber zum Schlechten war das. Und das war daneben. Da wollte ich vorausbrechen und war zu schlecht dafür. Oh, ich dachte für eine kurze Zeit, das sei ein Bug und ich müsste schon wieder. Das bin ich erleichtert. Und daneben geklickt, egal. Zwei tun's auch. So, hier ist ein Angelsteg drin. Huch, woher weiß ich das bloß? Ich lasse das jetzt mal. Und da angeln wir einen neuen Schatzgegenstand raus. Und in dieser Höhle werden die Schatzgegenstände irgendwie nicht angezeigt. Ich weiß nicht, was das für ein Bug ist, aber ist halt so. Oh, ja. Ich hab Bilbo sogar. Was haben wir da rausgeangelt? Ich meine, solche. Nee, die Handschuhe, diese Boxhandschuhe, die waren in dem da hinten drin, in dem Golden. Was habe ich da rausbekommen? Ich weiß es nicht. Werden wir ja sehen. Ich glaube, irgend so ein. Was, ein Stab? Nee, ach, das Schild, was, so ein, was ich immer lieber schnell wegtun wollte. So, das geht auf einmal mega schnell. Gold ist irgendwie so. Oder. Irgendwie so wertvoll. Habe ich so gehört? Zwei Gold. Habe ich 279 von, aber egal. So, Fletschenmann, wo bist du? Da, den finde ich irgendwie bei den normalen. Ich muss einfach zweimal auf jedes drauf schießen, obwohl das da oben steht. Ist halt einfach so. Ist immer so. Zack, erste Uhr stimmt, zweite Uhr stimmt, dritte Uhr stimmt. Perfekt. Und das waren die Boxhandschuhe. Hier, und mit dem Superschlag und den Boxhandschuhen kann Bilbo natürlich nur verlieren. Da ist wieder hier für die Spitzhacke, aber das brauche ich nicht. Jetzt rüste bitte deine Hacke aus. Genau. Genau an dieser Stelle habe ich gerade eben geschafft, wenn gleich die Frequenz kommt. Das ist diese Riesenfrequenz, die kommt gleich. Genau an der Stelle habe ich es
geschafft, den Meisterdieb vorhin zu werden. Ah, ihr müsst ja bei der Blaue kam, bei der Blauen. Jetzt kommt, jetzt müsste sie, ja, perfekt. Ich hab's irgendwie noch geahnt. So, hier lang. Ja, nicht schaukeln. Da ist ein Stein drin. Woher wusste ich das? So, Kettenmann. Mal diese Namen, Kettenmann, Fletschenmann. Oh nein! Das sind so wunderbare Namen. So, jetzt brauche ich dich. Du machst nämlich jetzt den Hexsprung des Todes. Super gemacht. So, dann da. Das habe ich schon mit Pfeil und Bogen ausprobiert. Das kann man irgendwie nur mit Steinen machen. Perfekt, dass ich den hier noch habe, denn hier brauche ich ihn wieder. Meisterdieb! Ah! Eigentlich. So, dann haben wir hier ein Minikit. 9 von 10. Wir haben alle Schatzgegenstände. Mir fehlt nur noch ein einziges Minikit. Und ich weiß genau, wo es ist, nämlich auf dem Arm. Jetzt nicht auf dem. So, jetzt brauchen wir auch nichts mehr kaputt machen. Hier können wir einfach hoch. Eine lilane Münze ist natürlich super. Guck mal, die herkam. Oh, noch mehr! Ich glaube, das ganze Sammeln hätte ich nicht gebraucht. So, und jetzt, wenn der linke Arm nach vorne, oder geht's? Nein, jetzt muss ich nach hinten. Jetzt muss ich, glaube ich, nach hinten, dann kriege ich den. Weil es jetzt neu ist. Jetzt hört doch mal auf zu schwanken. Das habt ihr. Gut. Und hier unten müsste das Minikit sein. Oh, ja, ich hätte nicht alles zerschlagen müssen. Hätte ich mir bei den Lilanen, die mir jetzt und bei Blauen, die mir jetzt zugeschmissen werden, auch sparen können. Und wir haben alles und wir müssen das Level gar nicht mehr weiterspielen. Zurück nach Mittelerde, speichern und verlassen, damit nicht wieder das alles abstürzt. So. Todes. Begrabniskosten waren da ja, ne? Ja. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100! Meister die! Dann haben wir die Steinriesenhandschuhe. Das Schild der Nebelberge. Wo die Drachen herkommen. Die Handwerkeraxt. Und das Jojo. Wunderbar. Schmiedenwurf, was bekommen wir? Den Mithril Morgenstern. War das nicht auch eine rote Stein? Ich glaube, ich mache eher die mit den Kurbeln. Und wir kriegen einen Steinriesen. Wunderbar. Perfekt. Und schön viele Münzen. Die überspringen wir jetzt schnell. Für den Meisterdieb. Für die Schatzgegenstände. Für die Entwürfe. Und für das Minikit. 11 haben wir. Zurück nach Mittelerde. Perfekt. Da haben wir ein Level sofort abgeschlossen. Das ist beim ersten. Ja, beim ersten. Ja, sozusagen. Ist lange nicht mehr passiert. So, jetzt gucken wir uns mal um. Gab es hier... Da war das mit dem Kurbeln ohne Ende, ne? Ja. So, grüne Ausrufezeichen sehe ich so noch nicht. Ich muss jetzt sowieso nach Bre reisen. Perfekt. Halten wir es. Mit dem Bilbo und dem Gandalf, der irgendwie, sobald ich in Bre bin, einfach auch da ist. Ich hab mal, das Coolste ist, wenn man zu zweit spielt und man sich quer überfliegen kann, dann sieht man einen unter einen, den Adler. Das ist richtig krass. Kann man sich überkreuzen, also das ist... Oh, Kreischen habe ich vergessen. Ich kann die Geräusche schlecht nachmachen.
So, noch schön. Ah, ne, hier habe ich auch mal einen Brauer aus Bre. Da habe ich einen neuen Charakter hier bekommen. Den altbekannten Brauer aus. Brauer aus Bre, ja. Genauso. Das war der Brauer aus Bre. So, können wir Dimitrius Skelettkurbel machen? Hammer und Zange macht hier keiner was vor. Perfekt. 7 brauchten wir dazu. Das hätten wir auch vorher schon gehabt, aber egal. Bursch. Vorsicht mit dem Ofen. Ich bin nicht versichert. Ja, ja. Schmiede, Schmiede, Schmiede. Zack. Ja, perfekt geschmiedet. Dimitrius Skelettkurbel. Kann man überall fragen, an jedes einzelne Objekt tun. Oder hat man noch den Feuerwerksbogen gesehen? Den kann man sich irgendwann holen. Erstmal will ich Legolas sein. Legolas Grünblatt. So, Kurbeln ohne Ende. Die Frage, die Quest habe ich noch nicht gestellt. Also habe ich schon mal. Aber, ja. Das hat wohl wieder nicht gespeichert. Bisschen öfter. Dann sind auf einmal 2 hart erkämpfte Prozente wieder weg. Alle Trophäen kann ich mit diesem Spiel sowieso nicht bekommen, da ich ja schon mal mit Simon gespielt habe. So, Radagasts Haus, was irgendwie Dolguldur ist. Ich bekomm's mit. Oder ist es hier schon Dol? Nee, Dolguldur ist das eigene. Ups. Da ist Dolguldur. Da war ich drin und hab mir ein paar Mithrilsteine geholt letztens. So, ich war lang nicht mehr auf dem Pferd. Pau, 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 pau. Kurbeln. Ohne. Kurz alle Münzen einsammeln. Abspringen. Ey. Ach, wer nimmt bloß immer diese Kurbelgriffe ab? Warum die Kurbelgriffe abbrechen? Ja, da, Ork, Frau. Da brauchst du wohl die Mithril-Skelettkurbel. Die bringt dir da weiter. Und ich habe noch vielleicht eine Möglichkeit, die ich neuen Schatzkärtchen hier auf der Map bekomme. Mit der Kurbel. Und dafür verrate ich dir, wie man eine weltweite Party schmeißt. Oh, ich habe zufälligerweise die Mithril-Skelettkurbel. Wow. Mal sehen, was für ein roter Stein das ist. Bitte lass es irgendwas mit verdoppelt sein. Und viele anderen Dinge auch. Hier, ich überlasse dir die Ehre. Aber die Verkleidungen, die sehen schon krass aus. Die lasse ich auf jeden Fall immer an. Jetzt kriegst du die Kurbel. Bitte, irgendwas Geiles. Ja, das ist mega cool. Auch wenn es jetzt nicht das ist, was ich gern gehabt hätte mit Stats-Multiplikatoren. Wo ist Mittelerde Party? Mittelerde Fest! Boom! Und wir haben eine Party! Das ist der Singstab in 10.000 Mal. Und jetzt müssen wir noch schnell ins Auenland reisen. Ups, falsch. Ich bin richtiger Sound-DJ. Da ist Bre, da ist Wasserau, Bockland fehlt irgendwie, der alte Wald an der falschen Stelle. Ja, egal. Irgendwie ist die Karte komplett falsch. Auch. Oh! Was war das für ein geiles Bild? So, dieses will ich haben. Weil dazu brauchen wir eine Kurbel aus einer Quest. Aber ich habe keine Lust, alle Quests hier zu beantworten. Dass die Charaktere hier nicht mitdancen. Denn hierzu brauchen wir eine Kurbel. Und ich habe ja die Hoffnung, dass Dimitrius. Ja, gönn dir, Legolas. Mach. So, Dimitrius Skelettkurbel. Die passt! Jawoll! Das war meine Hoffnung! Schmiedenentwurf freigeschaltet, die mit der Statsbaten und den brauchte ich auch noch für eine Quest. Auch hier in Hobbingen, aber eine Tagesquest war das. Na dann. Sehen wir noch kurz zu, wie die ein bisschen rumdancen.
Ja, Legolas hat. Legolas hat die Moves. Eindeutig. So, das war die Aufnahme. Ciao!